Hallo, mein Name ist Alfons Fehr. Wir sind hier heute am Krone-Standort in Dinklage und wollen uns zusammen anschauen, wie die Krone-Achse montiert wird. Wir sind hier an der ersten Montagestation. In dieser Station verbinden wir den Flansch und die Bremsscheibe mit Radbolzen. Diese Station läuft vollautomatisch. Ganz wichtig bei dieser Station ist, dass wir eine 100% Qualitätskontrolle haben, indem wir die Pressdrücke an jedem einzelnen Radbolzen aufnehmen und damit die Passgenauigkeit der Komponenten überwachen, damit am Ende die Qualität zu 100% gewährleistet ist. In dieser Montagestation legen wir den Achskörper auf das fahrerlose Transportsystem auf und bringen zudem die vorbereiteten Bremsscheibenbaugruppen auf das System für die spätere Montage. Wichtig an dieser Stelle ist, dass wir den Achskörper mit seiner eindeutigen Serialnummer verheiraten mit dem Transportsystem, um später eine lückenlose Rückverfolgbarkeit aller Prozessdaten, Reibschweißen, Schweißen und aus der Komponentenbearbeitung sicherstellen zu können. An dieser Montagestation wird das Lager montiert. Der Mitarbeiter nimmt das vorbereitete Lager, setzt es auf, scannt anschließend die Serialnummer des Lagers für die lückenlose Rückverfolgbarkeit und startet den automatisierten Schraubprozess. In dieser Station wird die vorbereitete Bremsscheibenbaugruppe vom Wagen auf das Lager gesetzt und mit dem Lager verschraubt. Der Schraubprozess ist auch hier wieder vollautomatisch und voll dokumentiert. Hier wird als nächstes der Bremssattel aufgesetzt und der Bremszylinder montiert. Beim Bremssattel gilt das Gleiche wie fürs Lager. Wir scannen die Serialnummer des Bremssattels, um am Ende eine vollständige durchgängige Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Die Verschraubung des Bremssattels erfolgt in der nächsten Montagestation. In der letzten Montagestation findet die Verschraubung der Federlenker statt. Diese Verschraubung erfolgt vollautomatisch, wodurch wir sicherstellen können, dass die von uns getestete Garantie von 6 Jahren und 1 Million Kilometer durchgängig eingehalten werden können. Der Werker bedient hierbei nur den Schrauber. Der Schraubprozess erfolgt vollautomatisch. Nach der Montage werden die Achsen nur noch verpackt und sind damit fertig für den Transport in eines unserer 3 Montagewerke, Werlte, Lübten oder Tire in der Türkei. So fertigen wir aktuell ca. 160 Achsen in einer Schicht, die dann just in time an die Montage weitergeliefert werden.